bin Olivia Grimaud, ich bin 34 Jahre alt, bin aus Berlin, habe vor kurzem eine eigene Social-Media-Agentur gegründet, war vorher führungspositionsmäßig für Arte unterwegs oder für die Funke Mediengruppe und ich habe eine 3-jährige Tochter. Ich bin Teilzeit alleinerziehend. Was heißt das? Ich habe das große Glück, einen Partner an meiner Seite zu haben, der zwar nicht der Kindesvater ist, aber dennoch ganz cool. Und der Kindesvater nimmt seine Tochter gerne 2 Tage die Woche zu sich. Als ich gefragt wurde, wie ich denn meine Rede für heute halten sollte, hatte ich tatsächlich unglaubliche Schwierigkeiten, die richtigen Worte zu finden und das, was ich sagen wollte, in süße kleine Zeichen zusammenzufassen, was unglaublich ironisch ist, denn mein Job besteht darin, komplexe Zusammenhänge im Social-Media-Bereich auf 150 Zeichen zusammenzufassen. Und das, was ich sagen wollte, schien mir doch so viel umfangreicher. Wie sollte ich meine Lehren, meine Erfahrungen, meine Erkenntnisse über das Muttersein, das Frausein, das Schwestersein, das Sein in einen Titel packen? Und irgendwann saß ich dann da an meinem Schreibtisch und war übelst genervt und dachte mir so, mein Gott, es kann doch nicht so schwer sein, ja. Jetzt mach doch einfach, du hast doch immer gemacht. Und das wurde mir im Moment so krass bewusst, dass ich tatsächlich immer gemacht habe. Und warum? Weil ich kann. Und wurden mir diese Möglichkeiten des Könnens in die Wiege gelegt? Zum Teil bestimmt. An manchen Stellen kann ich gar nichts dafür, dass ich kann. Ich bin so extrem privilegiert. Machen wir uns nichts vor. Ich bin blond, wollte ich gerade sagen. Super Privileg. Ich bin weiß, ich lebe in Deutschland. Ich habe einen Reisepass, mit dem ich um die Welt fliegen kann. Ich bin 2-sprachig erzogen worden. Aber dennoch habe ich gestruggelt. Denn ich bin in eine arme Familie reingeboren. In eine Familie, in der wir 5 Kinder waren, ich war das jüngste von 5, das merkt man vor allem dann, wenn ich was erzählen möchte und ich nicht viel Zeit habe, dann rede ich sehr, sehr schnell, dann kommt man nicht hinterher und so, also beschwert euch da bei meinen Geschwistern. Aber es war auch so, dass meine Mutter alleinerziehend war, verwitwet und zu Hause lebte auch unsere kranke Oma, um die sich meine Mutter auch gekümmert hat. Also ich bin in einem System aufgewachsen, in dem es eine Stammesanführerin gab, meine Mama, und die ihr Bestmöglichstes getan hat, uns alle zusammenzuhalten und uns auch klarzumachen, dass alles, was wichtig ist, wir sind. Und das hat mich auf das Leben da draußen vorbereitet. Wir hatten nicht viel, klar, wir hatten Essen, wir hatten Kleidung, also ich hatte vor allem die Kleidung meiner älteren Geschwister immer, was jetzt okay ist, aber ganz ehrlich, auch nicht so geil, die alte Korthose mit abgerissenen Jeans und so. Aber es war okay. Und ich habe erst später gemerkt, als ich mich verglich, dass wir im Verhältnis zu anderen doch wenig hatten. Und das war auch nicht so schlimm, denn ich hatte eine beste Freundin. Sie war auch das jüngste von 5 Kindern. Und glaubt mir, das verbindet. Worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, dass ich von meiner Mutter immer mitgegeben bekommen habe, dass es nicht darauf ankommt, was du dir kaufen kannst, sondern es ist wichtig, dass du in dich selber vertraust. Und wenn du in dich selber vertraust, dann kannst du, wenn du es wirklich willst, alles schaffen. Es klingt nach einer Plattitüde, aber es ist so. Sie hat mir immer das Vertrauen gegeben in mich, in mein Leben. Und wir alle zusammen formten die beste Gang der Welt und ich bin so dankbar für diese Familie. Sie hat mir aber auch gesagt, dass ich Aufgaben annehmen und übernehmen soll, die mir Angst machen und ich mich nicht in mein Kokon verstecken soll. Überraschenderweise habe ich darauf gehört und habe beruflich immer Aufgaben übernommen, die mir Angst gemacht haben. Wie gesagt, ich war Führungsposition bei Arte und auch in ganz vielen anderen Unternehmen, habe mein eigenes Unternehmen jetzt gegründet und für mich war es selbstverständlich, mich immer Aufgaben zu stellen, die mir eine Heidenangst gemacht haben. Und wenn ich sage Heidenangst, dann könnt ihr meinen Partner hier fragen, als es um diesen TED-Talk ging. Ich glaube, ich war die letzten 2 Tage unausstehlich, aber ich wollte es unbedingt machen, denn meine Botschaft ist mir wichtig, mit euch zu teilen. Und wenn ich auch was sagen kann, ist, dass eben solche Momente der Angst so wichtig sind, um daran zu wachsen und stärker rauszukommen. Und für mich war es, wie gesagt, sehr selbstverständlich, das zu leben. Sehr selbstverständlich, selbstbewusst für seine Sache einzustehen. Und ich bin eine
matriarchalischen Wertesystem aufgewachsen. Das heißt, ob Junge oder Mädchen, egal, wenn du was willst, go for it. Und dann auf einmal kam ich in diese Berufswelt heraus und da war es auf einmal nicht mehr egal, ob du Junge oder Mädchen bist. Und ich war mit jungen Frauen und Mädchen und Freundinnen auf einmal verbunden, die nicht für sich selber einstanden, die Angst hatten, ihre Erfolge nach außen zu tragen. Und das ist bis heute einer meiner wichtigsten Aufgaben und auch meine persönliche Mission, Frauen in ihre Stärke zu bringen und ihnen das Vertrauen zu geben, dass sie es wert sind, für sich einzustehen. Dass sie es wert sind, auch gesehen zu werden. Dass sie es wert sind, auch mal selber zu sagen, ey, cool, habe ich gut gemacht. Habe ich richtig gut gemacht. Ich habe mitbekommen, wir waren heute nicht so viele Frauen auf der Bühne und ich werde heute rausgehen, nach Hause gehen und sagen, habe ich gut gemacht. Das könnt ihr übrigens auch sagen. Gut. Dankeschön. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist tatsächlich, dass wenn ihr Angst habt, so plakativ es klingt, the only way out is through. Der einzige Weg daraus ist dadurch. Und das ist auch ein Lebensmotto, was ich immer verfolgen werde. Und ich sollte in meinem Leben so viele ängstliche Momente, ich hatte den größten Moment der Angst durchleben und das war der Moment, als ich Mutter wurde. Ihr müsst euch das so vorstellen, ich war so total, ne, mein Ding machen, ich war total beruflich erfolgreich und ich habe für alles gekämpft und ich wollte immer alles und habe wirklich immer noch und noch Angst gehabt und dann war ich irgendwie so, ne, Führungsposition und dachte mir, jetzt kannst du ein Kind kriegen, denn ganz ehrlich, so schlimm kann das nicht sein, das machen ja alle anderen auch. Und überhaupt, das kriege ich schon gewuppt und dieses Kind, jetzt wird's witzig, wird sich nach mir richten. Ey, lacht, ich merke, ihr kennt das Problem. So, und dann habt ihr dann auf einmal dieses Baby im Bauch und euer hochindividualisiertes Leben, euer hochfrei lebendes, liebendes, selbst erkämpftes Leben reduziert sich auf Biologie. Ich war nie einer dieser Mütter, die gesagt hat, ich schenke Leben. Ich war einer dieser Mütter, die sagt, ich werde fett und ich weiß noch nicht mal warum. Das war irgendwie so unwirklich, dieses Kind in mir drin zu haben, aber ich hatte noch keinen Bezug dazu. Ich würde es schon irgendwann lieben, wenn es erstmal da ist. Es wird auch cool so, ja, habe ich mir sagen lassen. Ich habe es ja mit meiner Mama gesehen, das war auch ganz nett. Aber ich habe es nicht so ganz verstanden. Und die nächste Sache, die ich naiverweise dachte, war, das machen wir dann schon gleichberechtigt. 50-50, der Mann und ich und überhaupt und Vereinbarkeit, das wird schon. Die regen sich hier alle auf, aber sollen sich mal nicht so anstellen. So, und dann kommt dieser Moment. Dieser Moment, in dem du deine Gleichberechtigung an den Nagel hängst und das ist der Moment, in dem du in sehr fragwürdigen, erniedrigenden Positionen im Kreissaal sitzt, liegst, stehst, hängst, schwimmst, sehr fragwürdige Laute von dir gibst und von Menschen anschreien lässt, die du noch nie gesehen hast und hoffentlich auch nie wieder sehen wirst, obwohl sie einen echt guten Job machen. Und dann bist du mit dieser ganzen Suppe alleine da. Ja? Dann musst du das alleine durchleben und das ist auch okay so. Und auf einmal war sie dann da. Und auf einmal war meine Tochter geboren. Und dieser eine Augenblick, in dem sie da war, hat alles verändert. Ich dachte, ich hätte schon das Gefühl von Liebe gefühlt und ich war schon mal verliebt, aber diese Liebe, die ich in dem Moment gespürt habe, war so allumfassend, so übergreifend, so bedingungslos, dass ich darauf erstmal klarkommen musste. Und darauf hat mich keiner vorbereitet. Und ich weiß, dass ich in diesem Moment nicht nur ein Kind geboren habe, sondern auch mich neu geboren habe. Und dieses Thema ist mir so wichtig, denn es findet an sich zu wenig Transparenz in unserer Gesellschaft. Es ist für mein Empfinden nicht genug klar, dass in dem Moment, wo du Mutter bist, hast du nur noch eine Aufgabe und das ist dein Kind zu beschützen, sich um das Kind zu sorgen und alles andere ist irgendwie egal und du erlebst unglaubliche Schmerzen. Ich rede nicht nur von der Geburt, ich rede davon, dass du die ersten 9 Monate eigentlich nichts anderes machst, als versuchst zu überleben und dieses Kind nicht umzubringen. Ohne Schlaf, es hat schon einen Grund, in manchen, es ist auch eine Foltermethode, ja, aber du machst das in dem Moment, weil du dieses Herz, was du vorher in dir hattest, nicht mehr in dir hast, sondern außen, also außerhalb hast und trägst und schützt und
ihr denkt, das lässt vielleicht irgendwann nach und das sind die Hormone. Ich sage euch ganz ehrlich, die Hormone sind das, was passiert, wenn du plötzlich anfängst an der Kasse zu weinen, weil du nicht genug Wechselgeld hast. Das sind die Hormone, das geht vorbei. Aber jetzt mal unter uns, ganz ehrlich, eure Mutter ruft euch immer noch heute an und fragt, ob ihr gut nach Hause gegangen seid, ob ihr aufs Töpfchen gegangen seid. Das lässt nie nach. Das wird immer so sein und es ist so schön, dass es immer so ist. Und dieser Moment hat mich nicht verändert, sondern er hat mich erfüllt. Und das bringt mich jetzt aber auch zu dem Punkt, dass ich nicht nur auf dieses Gefühl klarkommen musste, ich musste auch darauf klarkommen, dass das, was ich dachte, was ist, und zwar Gleichberechtigung und Vereinbarkeit, dass das totale Scheiße ist. Das wird, so wie man es sich vorstellt, einfach nicht gelebt. Man ist in Elternzeit und dann möchte man zurück in den Job und man hat den Stempel drauf, du bist Mutter und naja, jetzt weiß ich nicht, jetzt kann ich dich ja nicht mehr ganz einsetzen. Vielleicht bist du doch nicht mehr so greifbar für den Job. Und ich habe mich so dagegen geweigert, dem nachzugeben, dass ich aber auch gemerkt habe, ich zerreiße mich innerlich. Und ich finde es auch erschreckend, dass es selbstverständlich ist, dass die Väter 40 Stunden die Woche arbeiten gehen und die Frau die Zerreißprobe Familie und Job hinkriegen muss. Und ich finde es auch ungerecht, dass Väter nicht mehr von der Familie haben, um es mal ganz klar zu sagen. Und ich denke, es muss ein Umdenken in den Köpfen der Menschen stattfinden. Es muss ein Umdenken stattfinden in dem Punkt, als dass neue Arbeitsbedingungen geschaffen werden müssen, in dem es ganz selbstverständlich ist, dass Mütter oder Frauen nicht bestraft werden, weil sie Mütter werden. Und es muss einen Punkt geben, an dem wir nicht drüber nachdenken, ich wege jetzt ab, werde ich Mutter oder mache ich Karriere, so ein Scheiß. Und warum stehe ich heute hier? Ich habe eine ganz klare Botschaft. Ich möchte, dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir von Frauen erwarten, zu arbeiten, als hätten sie keine Kinder und Kinder erziehen, als hätten sie keinen Job. Wie machen wir das? Ich glaube, wir müssen da mal ganz klar einen Punkt machen und es auch mal ganz klar angucken und sagen, wir müssen um mehr Anerkennung kämpfen. Wir müssen auf verschiedenen Ebenen um Anerkennung kämpfen. Wir müssen auf politischer, auf finanzieller und auch auf gesellschaftlicher Ebene kämpfen. Warum finanzieller? Vielleicht in Form von besseren Steuerklassen für Mütter, aber vor allem auch für alleinerziehende Mütter und auch Väter. Ich will hier niemanden ausschließen. Ja? Auf gesellschaftlicher Ebene, Kinderbetreuung ist ein harter Job. Wenn ich abends nach Hause komme, dann lege ich mich nicht auf die Couch, sondern ich kümmere mich um mein Kind. Und ja, ich liebe mein Kind, aber ich liebe mich auch. Und interessiert das irgendjemand zu Hause? Nein, sage ich ganz ehrlich. Habe ich mir das so ausgesucht? Ja, klar, aber es muss dennoch eine Anerkennung dafür stattfinden. Auf politischer Ebene, mal ganz im Ernst, woher sollen dann die Rentenzahler herkommen? Nicht, wenn daher. Ja. Und wie ich schon gesagt habe, ich glaube, wir müssen mal einen Weg finden, unsere Meinung zu positionieren, Lösung zu finden und diese auch umzusetzen. Wir sind auf dem richtigen Weg, na klar, und das ist auch gut so, aber dennoch sind wir weit davon entfernt. Und macht mir diese Aufgabe Angst, das in die Welt zu posaunen, mich damit mit dieser Botschaft zu positionieren, auf jeden Fall. Und zwar so richtig. Es wird viel Gegenwind geben, es wird viel Augenrollen geben. Aber wie ich schon sagte, the only way out is through.